Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem abgefuckten Commander Krieger, der richtig gute Laune hat. Prädikat Mr. Schlange heute. Remington Rotpunktvisier, erweiterte Magazine als Perks. Fingerfähigkeit, Stalker, Totenstill, Plünderer, Verstärker und dazu das Spezi-Paket hat er dabei. Strike Zone wird gespielt natürlich, Team Deathmatch. Und ja, warum ist der Commander Krieger abgefuckt? Windows 8 Komba 1, oder 8.1, wie die Scheiße auch heißen mag, ist ein Hurensohn. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Hurensohn. Was ist mit dem Projekt 2014? Fickt euch ins Knie, ich habe gute Laune. Ihr merkt es schon, wieso, weshalb, warum, was ist da los? Ich wollte gestern Abend streamen. 22.30 Uhr, zack, Stream ging online, alles taco. Wir haben Shootmania gedaddelt. Es war soweit eigentlich alles in Ordnung. Gut, alles klar. Denkste, gehst du einfach weiter und wir wollten LOL streamen. Oder spielen, dann irgendwann abends um 1.30 Uhr. Was passiert? LOL, 12 FPS. Komisch, was ist denn da jetzt los? Macht ja gar keinen Spaß auf 12 FPS. Also geguckt, ein bisschen rumgespielt und Endresultat, Open World Caster funktioniert nicht mehr. Besten Dank. Ich schon mal so eine Krawatte gehabt, weil dann, sobald die Leute mitkriegen, es passiert irgendwie was. Entweder ist es eine DDoS-Attacke, wobei das haben wir jetzt mittlerweile schon so ein bisschen ausselektiert. Davon gibt es relativ wenige. Dankeschön, liebe DDoSer, dass ihr mich in Ruhe lasst. Ich tue euch nichts, ihr tut mir nichts. Perfekt. So, aber es kamen Tipps von, starte mal den Stream neu, installier mal das, deinstallier mal das, starte einfach mal Windows neu, bis hin zu steck dir eine Banane ins Ohr. Diese ganzen Kommentare, ich weiß, ihr meint es gut. Ich weiß wirklich, ihr meint es gut, aber wenn man 500 Mal die gleichen Kommentare liest, teilweise auch das, was man schon gemacht hat, dann kriegt man eine dicke, fette Krawatte. Und da bin ich momentan, denn wir haben es 10.43 Uhr, ich habe noch nicht geschlafen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit mich darum gekümmert, irgendwie den Stream wieder ins Laufen zu bekommen. Und nee, da kommt hier eine Fehlermeldung, da eine Fehlermeldung, pipapo. Morgen kommt auf die Scheiße Windows 7 drauf. Arschlecken 350, habe ich keinen Bock mehr drauf. Es geht mir wirklich auf den Sender, es geht mir wirklich auf den Piss. Ich habe so ein geiles Teil hier. Jetzt kann man sagen, es ist viel zu teuer und bla 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 bla. Fakt ist, das Ding ist geil. So, und die Stats, die das Ding hat, ist auch geil. Das Ding hat eine fette KD und das kann vernünftig spielen wie Mr. Schlange. Das Problem ist nur, dass der Controller leer ist. Ja, dass er einen falschen Controller hat oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ich weiß es jetzt nicht, wie ich beschreiben soll. Auf jeden Fall, ihr merkt es, ich bin ein bisschen gereizt und wollte euch darüber einfach mal so ein bisschen informieren. Über meinen Stand der Dinge kundtun. Ich werde mich jetzt gleich auch ins Bettchen begeben, denn jetzt gleich wird bei mir hier die Scheiße abgebaut. Dann habe ich hier Ruhe. Dann ist hier nichts mehr mit nee, da habe ich schon mal ein Part weg. Dann ist hier Ruhe am Tacheles. Und dann ist schon mal Nappa die Möhre. So. Gut. Und hier Projekt 2014 ist im momentan die Hurensohn-Wochen. Warum, wieso, weshalb? Viele Leute meinen, Hurensohn ist eine schlimme Beleidigung, ist überhaupt nicht. Ich bin total der große Hurensohn. Alle, die ich kenne, sind Hurensöhne. Deshalb, und natürlich auch Hurentöchter, deshalb, liebe Freunde, Hurensohn-Wochen. Wir entschärfen das Wort Hurensohn, indem wir einfach sagen, ey, wir sind alle Hurensöhne. Und dann kann man uns auch nicht mehr beleidigen. So, müsst ihr nur aufpassen, dass er nur das mit den Leuten macht, die das auch kennen. Ich habe es mit Robert gemacht und wenn du dann da gerade im Fortuna-Stadion bist und sagst, boah, es hat einen Hurensohn, der da neben mir sitzt, kann der das schon übel aufnehmen. So. Auf jeden Fall, Projekt 2014, wir entschärfen das Wort Hurensohn. So, damit die Hurensohn-Mentalität, habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, mal so ein bisschen runtergeht. Ihr merkt, sorry, meine Stimmung ist im Arsch. Ich werde morgen Windows 7 drauf knüppeln und dann wird es auch bald wieder weitergehen mit den Livestreams. Ich weiß noch nicht genau, wann, wie, wo, wer, was. Naja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. 33 zu 2, Mr. Schlange, geiles Teil wieder. Anders kann man es nicht sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, ich wünsche euch schöne Hurensohn-Wochen und frohe Ostern, euer Commander Krieger. Tschüss.